Ja, herzlich willkommen zum zweiten Video. Das Thema ist Verschiebung von Krankheitsursachen. Ich muss die Augen ein bisschen zusammenkneifen, die Sonne steht doch direkt gegen mich. Bis vor 3-4 Jahrzehnte war es eigentlich normal, dass wenn die Menschen krank wurden, dass man auch wieder gesund wurde. Und man ist vielleicht mal zum Doktor, zum Heilpraktiker oder hat sich irgendeine Kräuteressenz geholt oder einen Tee gemacht. Man hat also einen Schubs benötigt, um wieder gesund zu werden. Ich bin noch mit dem Spruch groß geworden, geh raus in die Natur und tank dich auf, wenn ich mal ein bisschen kränklich war. Also die Natur hat geliefert und wir sind alle wieder gesund geworden. Im 20. Jahrhundert war es noch so, dass die eigentlichen Krankheitsursachen waren umweltbedingt, ernährungsbedingt und seelisch bedingt. Alle waren irgendwo so im Ausgleich und ich denke mal, mit der Digitalisierung spätestens wurde dieser Ausgleich, diese Balance eigentlich ausgehebelt, weil mit der Digitalisierung die umweltbedingte Seite einfach, also die Ursachen für Erkrankungen, doch mehr und mehr auf die Umweltseite gingen. Heute ist das ganz klar, wir haben jetzt 5G, dass auch da die therapeutischen Möglichkeiten, das irgendwie zu neutralisieren, immer weniger werden und deshalb geht auch die Nachhaltigkeit verloren. Also mir war damals relativ schnell klar, zu Beginn unserer Arbeit, dass man dieser elektromagnetischen Gefahr nur auf physikalischer Ebene etwas entstehen muss, um es zu neutralisieren, dass man also mit Homöopathie, gute Sache, oder anderen guten, altbewährten Heilmethoden dieser Problematik nicht mehr erfolgreich begegnen kann, beziehungsweise sie ursächlich beseitigen kann. Das ist aus meiner Sicht unmöglich. Ja, wir haben also nach eigener Erkrankung begonnen, die schlimmsten Lebensenergieräuber zu erforschen. Es war super, immer mit den Rückmeldungen der Anwender von uns. Und wir konnten gemeinsam im Gespräch auch mit den Ärzten und Heilpraktikern immer mehr dazulernen und auch im Bereich Gesundheit viel, viel verstehen. Und wir konnten die 6 allerschlimmsten Lebensenergieräuber, konnten wir auch die Verkettung der 6 immer besser verstehen. Und das ist halt der Mobilfunk, Digitalisierung, Punkt 1, Punkt 2 ist, durch den Mobilfunk entstehen viele freie Radikale. Dann kommt noch dazu, dass die Nahrung nichts mehr hergibt, also Mineralienmangel, der die freien Radikale ausgleichen könnte oder sollte, sind immer weniger vorhanden und natürlich auch immer weniger Vitamine. Dann stellen wir fest, einfach, dass der Vergiftungsgrad der Bevölkerung massiv zugenommen hat die letzten 2 Jahrzehnte. Das kann man auch an den Feinstaubberichten erkennen. Man muss nur mal auf irgendein Landesumweltamt gehen. Ich war beim Landesumweltamt in Bayern und sehe halt, dass Barium, Quecksilber, Aluminium, Strontium, Cäsium brutal zugenommen haben in der Luft. Also es muss von oben kommen, aber das soll dann jeder selbst beurteilen, ob das diese Streifen am Himmel, ob das wirklich nur Kondensstreifen sind. Gut, und da wo natürlich diese metallischen Gifte im Gehirn sitzen, also weil Quecksilber und Aluminium geht bevorzugt ins fettlösliche Gehirngewebe, da habe ich dann natürlich auch diese Parasiten, die diese Gifte gern fressen. Und diese Parasiten, die gehen sogar so weit, dass sie den Wirt bis in die Schizophrenie führen. Oder ihm sagen, er soll jetzt zum Kühlschrank gehen und irgendwas Süßes holen. Oder ganz einfach etwas, was die Parasiten vertreiben könnte, wie ein gutes Gesundungskonzept, ganz einfach zu vergessen oder die Entgiftung zu vergessen. Das nächste Problem ist dann durch die ersten 4 Punkte natürlich auch eine mangelhafte Entgiftungsfähigkeit und eine mangelhafte Fähigkeit zur Versorgung der Zellen mit Vitalstoffen. Ja, und im Laufe der Jahre sind wir also mit sämtlichen Erkrankungen konfrontiert worden und wir haben unterm Strich dann irgendwann
gesehen, dass es nur drei Werkzeuge benötigt, drei einfach anwendbare Werkzeuge benötigt, um diese sechs allerschlimmsten Lebensenergieräuber zu eliminieren. Und wir haben ein Gesundheitskonzept, was wir seit Jahren erfolgreich anwenden, und wir sehen das Gesundheitskonzept eigentlich als Fundament. Wir sehen also, dass die biochemischen Möglichkeiten, also die therapeutischen Möglichkeiten, eher, wenn man das als Haus sieht, das Haus der Gesundheit, dass sie sich vom Erdgeschoss bis zum Dach bewegen und wir ganz einfach qualifiziert sind, das Fundament zu sanieren. Und letztendlich profitiert der Rest vom Haus, wenn durch unser Gesundungskonzept das Fundament saniert wird, weil dann werden die Wände nach oben hin, das Dach, alles stabilisiert. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, gehen Sie ganz einfach unterhalb vom Video auf den Download-Button. Das A bis Z erklärt eigentlich alles, woran es fehlt. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.